Interventionen unternimmt für die Monopole. Danke sehr. Herr Präsident, ich möchte mich einmal gegen dieses Ungarn-Mobbing aussprechen. Ich glaube, alle, die sich heute gegen Ungarn gewendet haben in ihren Debattenbeiträgen, haben diesen Bericht gar nicht gelesen. Im Anhang heißt es etwa auf der Auflistung des Freiheitsstatus in den Ländern des demokratischen Umbruchs, Ungarn frei. In der Rankingliste über Medien- und Pressefreiheit rangiert Ungarn noch vor Italien auf Platz 56, nicht weit hinter Malta. Jedenfalls aber noch vor Griechenland auf Platz 84 und vor Bulgarien auf Platz 87 und vor Israel auf Platz 112. Ja? Das heißt, objektiv sind alle diese Anwürfe, die heute gegen Ungarn getätigt wurden, nicht haltbar. Ich möchte das Gezeter mir nicht vorstellen, wenn statt der griechischen Regierung die Regierung Viktor Orban über Nacht einen Sender, einen öffentlich-rechtlichen, geschlossen hätte. Das möchte ich mir nicht anhören. Stattdessen wird hier erinnern, es den Linken überlassen, darüber zu protestieren, insbesondere den griechischen Abgeordneten. Der Rest schweigt dazu. Kein Protest, keine Sondersitzung, keine Vorladung des griechischen Ministerpräsidenten. Das ist Doppelmoral, wie sie nicht mehr ärger übertroffen werden kann. Vielen Dank. Jetzt Herr Schöpflin. Für eine Minute, anderthalb Minuten. Köszönöm a szót, elnök úr, commissioner. I'm quite certain that everyone in this house fully supports media freedom. Ich bin ziemlich sicher, dass alle für die Medienfreiheit sind.